In diesem Video möchte ich auf eine kleine Problematik hinweisen, wie es verschiedene Varianten gibt, um die Grafiken in PyPlot oder mit Matplotlib zu plotten und darzustellen und eigentlich anzusprechen. Gerade im Internet ist es voller Beispiele, die sich ein bisschen von der Art und Weise unterscheiden, wie wir es bis jetzt hier gesehen haben. Ich habe hier ein Beispiel, wie wir es immer durchgezogen haben. Und wie ich es Ihnen auch erklärt habe in den früheren Videos, dass man sich zuerst eine Instanz von Figure holt und einen Zeiger drauf, sich danach das Achsenkreuz wieder als Instanz holt und dann mit dieser Instanz von diesem Achsenkreuz auch arbeitet. Es gibt auch noch eine zweite Variante, die Sie sehr oft, wie gesagt, im Internet antreffen würden. Wir versuchen das erstmal so, wie ich es bereits vorbereitet habe, einfach auszuführen und Sie sehen, okay, nichts Spektakuläres, der Graphen kommt so raus, so wie wir es auch gesehen haben. Die andere Variante, ich kommentiere das erstmal aus, ist mit PLT direkt zu arbeiten. PyPlot verfügt über die Möglichkeit, er hat Methoden und Funktionen. Er hat verschiedene Klassen, wie zum Beispiel die Achsen, die Figures und so weiter und so fort. Und eigentlich intern arbeitet er immer mit diesen Klassen. Aber die Entwickler haben sich gedacht, dass es vielleicht etwas benutzerfreundlicher ist, wenn man die Klassen ein wenig versteckt und stattdessen mit Funktionen direkt von diesem Modul arbeitet. Also sprich mit diesem PLT direkt und seine Funktionen. Intern arbeiten sie immer noch mit den ganzen Klassen, aber der Benutzer extern hat Zugriff auch auf diese Funktion direkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn ich statt diese drei Zeilen nur diese eine Zeile hier ausführe. Die sieht bekannt aus, mit dem kleinen Unterschied, dass ich keine Zeige geholt habe auf Figure. Ich habe mir keinen Zeiger geholt auf das Achsenkreuz, sondern direkt mit PLT und Plot arbeite. Der macht intern hinter den Kulissen sozusagen Folgendes. Er guckt sich an, wie viele von den Achsen habe ich bereits erzeugt. Und wenn ich keine erzeugt habe, dann erzeugt er meine erste Figur mit meinem ersten Achsenkreuz da drin bereits für mich. Und dann plottet er direkt da drin. Das heißt, er versteckt all dieses von mir. Und wenn ich das jetzt ausführe, sieht es genau haargenau so aus. Sehr viele Beispiele im Internet und in Büchern arbeiten mit so einer Art. Was passiert jetzt aber, wenn ich verschiedene Achsen habe, also verschiedene Achsenkreuze und verschiedene Figuren? Ich muss mit Figure und Axis immer wieder ansprechen, welche ich jetzt genau meine. Und das hat den Nachteil, dass sozusagen, wenn ich diese PLT-Punkt anspreche, er hat immer einen Zeiger auf ein bestimmtes Plot, auf ein bestimmtes Achsenkreuz, das gerade sozusagen als aktuell gilt. Und darauf führt er alle Funktionen aus. Wenn ich es einmal versäumt habe, mir den Zeiger auf das richtige Achsenkreuz zu setzen, dann arbeitet er eben im gleichen Plot und es ist ein bisschen unhandlicher und vom Code her sehr unübersichtlich, wenn man eben viele verschiedene Figuren und Achsenkreuze hat. Wenn man wirklich sicher ist, dass man mit einer einzigen Grafik arbeitet, dann kann man tatsächlich auch diese Art und Weise benutzen. In unserem Kurs und in unseren Übungen und Hackathons bestehen wir allerdings darauf, dass Sie immer mit unserer Variante arbeiten, nämlich Variante 1, wo Sie sich die Zeiger explizit holen auf die Figuren und auf die Achsenkreuze und damit mit den Methoden der Klassen arbeiten und nicht mit den Funktionen von dem Modul PyPlot. Das ist so als kleine Erklärung, weil es tatsächlich einfach wimmelt von Beispielen, die das anders benutzen. Und das wollte ich klären. Dankeschön.